Es hat geregnet wie mit Kübeln. Und zu allen Übeln rutscht der Bus in den Graben ab und kommt nicht mehr aus dem Schlammloch raus. Da hilft kein Schimpfen und kein Schmusen. Der Chauffeur sagt, es hilft alles nichts. Wir müssen den Karren schürgen, Leute. Also, alle Männer los und dran, dann werden wir den Kleid bald raus haben. Die Männer machen, was er sagt. Bloß einen nicht. Sollen auch gerade das Leid am letzten Platz auf Freitag haben. Der Chauffeur sagt, hey, sieh dort, Mann, sieh, meine ich, sieh dort hinten. Sie müssen auch helfen, den ich finde, wenn es heisst, bloß alle Männer schürgen. Ich nix, Alemann, ich Türke. Zwei Jahre mal mit der Trachtengruppe in Wemmital gesehen und haben also eine Käserei besichtigt. Und dann sind wir so richtig lustig gewesen und da ist mir auch etwas hingefallen. Wemmitaler Ballade. Es war einmal ein Schweizer Mann, der hat ein ewiges Weibli gehabt. Einstmalen blieb ein großer Brocken Käse ihm im Halse hinten hocken, der auf das Zäpfle ihm gedrückt, fast wär der Schweizer Mann versteckt. Doch Straueli bemerkte es und bohrt ein Loch in seinen Käse. Dank seiner Frau und ihrem Loch lebt Schweizer Mann in Freuden noch.